Nach der Einigung der Regierungskoalition auf den Haushalt für das kommende Jahr fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Geplant sind Einsparungen sowie Kürzungen, die auch die Verbraucher bei den Strom-, Gas- und Benzinpreisen treffen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz sieht in der Einigung einen im wahren Sinne demokratischen Kompromiss. In der Union dagegen spricht man von einem Formelkompromiss auf der Basis finanzpolitischer Tricksereien. Fahrtroute und Fahrer in den Transponder eingeben. Bei Astrans in Bottrop geht es täglich auf große Fahrt. In dem Unternehmen weiß man, wo jedes Fahrzeug fährt oder steht. Schwer schluckte man gestern allerdings, als man von der CO2-Preiserhöhung erfuhr. Das macht ungefähr 5 Cent pro Liter aus. Diese Kosten können wir nicht selber tragen, sondern müssen die an unsere Kunden weitergeben. Und auch unsere Kunden werden die weitergeben, bis das Geld wieder beim Endverbraucher ankommt. Und im Prinzip ist es wieder eine Steuererhöhung. Das sieht die Regierung anders. Es sei ein Zurück zu den alten Steuersätzen, CO2-Preis in der Gastro, aber auch bei Strom und Gas. Die drei von der Regierungsstelle betonen, da würde ja keiner überlastet. Wir machen jetzt den Preispfad der GroKo, damit wir unsere und auch fürs Land wichtige Vorhaben finanzieren können, ohne die Bürgerinnen und Bürger zu überlasten. Denn es ist ja der alte Preispfad, auf den sich unser Land vormals schon hat einstellen können. Und es wird noch draufgepackt. Neben Tanken und Heizen wird relativ sicher eine Kerosinsteuer das Fliegen verteuern. Agrardiesel wird abgeschafft, Lebensmittel werden teurer, Solarförderung wird gekürzt, die E-Auto-Prämie eher abgeschafft. Eine Plastiksteuer für die EU landet bei den Verursachern, kommt nicht mehr aus dem Bundeshaushalt. Wirtschaftswissenschaftler kritisieren, dass eine Kostenkompensation durch das Klimageld offenbar wegfällt, das sich aus der CO2-Bepreisung finanzieren soll. Das ist ja schon im Koalitionsvertrag gestanden, wird jetzt aber eigentlich gar nicht mehr so prominent diskutiert, wäre aber eine sehr wichtige Maßnahme, um den Klimaschutz, auch um Akzeptanz für den Klimaschutz zu schaffen. Verständlich, dass auf der Straße keine Begeisterung herrscht. Ich muss ja mein Haus heizen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich stelle jetzt alles um und mache jetzt eine Wärmepumpe und. Wo soll ich das ganze Geld herholen? Es wird alles teurer momentan und dann jetzt auch noch die Heizung und die Spritkosten. Also das macht schon was mit unserem Leben aus, muss man schon sagen. Was die Opposition und viele hart Arbeitende auf die Palme bringt, bei Sozialleistungen wie dem Bürgergeld gibt es kaum Einsparungen. Auch die teure Neuordnung der Kindergrundsicherung soll kommen. Auch die Schuldenbremse ist für die Regierungsspitze nicht vom Tisch. Für das überflutete Ahrtal oder bei einer Verschlechterung der Lage an der Front in der Ukraine will man sie lockern. Wir schauen in den Deutschen Bundestag zu Dorothea Schupelius. Dorothea, wer hat sich denn nun von den dreien durchgesetzt? Nachdem man sich wochenlang gestritten hat und immer wieder die eigenen roten Linien betont, zur Erinnerung, die FDP hatte angekündigt, die Schuldenbremse 2024 bleibt und es wird keine Steuererhöhungen geben. Die SPD wollte nichts an den Sozialleistungen verändern, also nicht nach unten gehen in den Sozialleistungen und war eher dafür, die Schuldenbremse auszusetzen. Das Ergebnis ist, die Schuldenbremse bleibt. Allerdings wurde jetzt schon betont, falls sich die Lage in der Ukraine noch mal verändern sollte, könne man diese eben doch aussetzen. Und Steuererhöhung auf dem Papier direkt gibt es vielleicht nicht, aber die Abgaben werden teuer, so zum Beispiel CO2-Abgaben werden teurer. Also muss man hier ganz ehrlich sagen, mehr Kosten für die Bürger. Gespart wird also auf Kosten der Bürger und das ist das, was die FDP nicht wollte. Also hat die FDP hier auf jeden Fall den Kürzeren gezogen. Lass uns auf diesen Punkt gerne noch genauer eingehen, Dorothea, denn das ist ja das, was die allermeisten dann interessiert. Wie sieht es am Ende in meinem Geldbeutel aus? Was steht uns da jetzt ganz konkret bevor? Wo wird es teuer? Ja, im eigenen Geldbeutel könnte es auf jeden Fall etwas leerer werden. Das Heizen wird teurer, Strom wird teurer. Generell kommen da einfach höhere Kosten auf uns zu. Bei den Gaskosten zum Beispiel, da gibt es jetzt schon sehr genaue Berechnungen von Experten. Deswegen werde ich das als Beispiel einmal rauspicken. Das geht hoch und zwar die Nettokosten gehen hoch von ungefähr 40 auf 60 Euro pro Jahr. Wenn ich jetzt als Beispiel eine vierköpfige Familie nehme, dann haben wir hier Zusatzkosten von 71 Euro brutto. Auch das Fliegen wird teurer.
Und wenn wir uns noch mal ein paar Wochen und Tage zurückerinnern, dann wissen wir, dass die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie auch aufgehoben wurde, obwohl das ja ein Versprechen der Ampelregierung war. Also auch Essen gehen wird teurer. Allgemein wird einfach alles teurer. Man muss mehr Geld ausgeben. Die meisten Leute haben aber momentan eigentlich weniger Geld wegen der Inflation. An Sozialleistungen wird nicht gerüttelt. Die bleiben genau gleich. 12% geht das Bürgergeld hoch im Januar 2024. Man muss wirklich als Fazit sagen, Pleiten, Pech und Pannen, die verfolgen diese Koalition, Versprechen werden gebrochen und dieser ganze Streit, der sich jetzt 3 Wochen lang auf offener Bühne abgespielt hat, wo auch noch mal eine ganze Menge an Umfragewerten gesunken sind, also wo noch mal viele Prozente eingebüßt wurden für die Koalitionsparteien, hat sich nicht richtig gelohnt, weil am Ende ist das, was die FDP eigentlich wollte, und zwar sich für das Recht der Bürger sozusagen einzusetzen, ist nicht passiert. Es wird alles teurer, die Schuldenbremse bleibt, sie bleibt vielleicht nicht. Also es wird zwar eine große Einigung in der Haushaltskrise genannt, aber ich bin mir sicher, diese Koalitionskrise, die ist noch lange nicht vorbei. Dorothea, danke schön in den Deutschen Bundestag. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.